Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Hier hat man schon gesehen, Kirby 64, The Crystal Charts, also für Nintendo 64. Aus dem Jahr 2000 ist schon ganz schön alt, aber es ist trotzdem geil, also ich find's toll. Vor allem, weil ich Kirby mag. Und wir löschen erstmal das hier. Oh yeah, 3, 2, 1. Und dann starte ich einfach mal. Wir wollen kein Tutorial. So, Vorfilm, pam. Zur Story sage ich übrigens gleich noch ein bisschen was. So, also wir sind logischerweise Kirby. Wir gehen jetzt erstmal ins erste Level rein und ja, es ist ein 2D-Spiel, also das komplette Spiel ist 2D. Wir können ganz oft springen und ich spiele das mit Emulator und die ROM ist ein bisschen verbuggt, weil jetzt haben wir Feuer eingesaugt und da unten müsste jetzt eigentlich Feuer sein, weil wir können jetzt so einen Feuerangriff, aber weil das ein bisschen verbuggt ist, geht das leider nicht. Ich kann das jetzt auch nicht ändern, das ist ein bisschen schade, aber naja. Und jetzt habe ich gerade hier schon was kombiniert und weil es zu langsam ist einzusaugen, egal, nehme ich mir jetzt erstmal den hier. Was ist das? Bumerang. Mache ich mir jetzt mal einen Feuerfall, indem ich Feuer mit Stachel kombiniere. Oh ne, Feuerschwert. Feuerfall geht anders. So, normalerweise hätten wir dort jetzt so einen Stachel und so eine Flamme angezeigt, aber weil das halt ein bisschen verbuggt ist, ist das leider nicht so. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber zur Story erstmal. Wir sind halt Kirby und da kam halt gerade so eine Fee an. Ich glaube, es ist eine Prinzessin, bin mir nicht sicher. Und da sind halt diese Schattenwesen da gekommen und wir müssen jetzt alle Kristalle, zum Beispiel den hier, finden, damit wir halt, ach nee, gar nicht, wir müssen gar nicht alle finden, aber für 100% brauchen wir halt alle, habe ich aber noch nie geschafft. Aber halt, ein paar braucht man schon, ich weiß gar nicht, von den Kristall finden, ist auf jeden Fall, am Ende von jedem Level gibt es einen Kristall, oder? Ey, was laber ich hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt wird uns da unten auch angezeigt, so Feuer und Bumerang, aber dieses ist praktisch auch nur ein Standbild da unten. Wenn wir jetzt das ändern würden, das bleibt so, also das ist schon ein bisschen komisch. Und ich vergesse, was ich gerade gesagt habe. Die Kristalle können wir suchen, müssen aber nicht. Und ich habe das Spiel auch ewig nicht mehr gespielt, ich weiß das alles schon gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass man halt eher kombinieren kann und so, und der Sinn vom Spiel ist einfach, jedes Level zu schaffen. In jedem Level gibt es 3 Kristalle, die man holen kann. Und manche muss man aber nehmen, weil man sie halt automatisch einsammeln muss. Ich bin mir nicht sicher, ob das am Ende von jedem Level so ist, aber es ist halt am Ende vom ersten Level auf jeden Fall so, das weiß ich. Und wir sind jetzt auch am Ende vom ersten Level. Und ich bin wieder ruhig. Bam! Der erste Boss! Und da haben wir es auch schon gesehen, diese... Oh mein Gott! Diese... Schattendinger können halt hier... Ja, Gehirnwäsche machen praktisch. Wenn wir das besiegen, dann gehen die Schatten aus ihm wieder raus. So, wir kriegen den Kristall. Und er ist wieder, ja, normal. Und der Schatten da verschwindet.
Yay! Und die Feder sammelt doch immer da, was weiß ich, was das sein soll, sammelt halt immer die schönen Kristalle ein. Und er rennt mit, genau. Yay! Boah, als Kind habe ich das Spiel so gern gespielt, aber seit Jahren habe ich das nicht mehr gespielt. So, ich will die Karte haben. Ich glaube, ich die Tomate. Nein, ich krieg die Karte. Yay, was sie bringt, keine Ahnung. So, jetzt sehen wir schon, wir haben den ersten und dritten Kristall gehabt. Ich weiß, wo der zweite ist, aber wir konnten ihn nicht holen. Und ja, zweites Level. Wir haben ja noch ein, ja, halben Paar das rum. Bam. Und ich denke, ihr habt schon gesehen, dieses Projekt wird im 480p nur hochgeladen, weil, ja, was willst du hier mit HD, ne? Ist ein Spiel von 2000. Da bringt HD genauso viel wie 480. Und deswegen, ja, 480p reicht auf jeden Fall. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde, die Qualität geht eigentlich. Also, das ist meine Meinung. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr die Qualität findet. Vielleicht mache ich es ja hinterher dann nochmal auf HD. Muss ich dann gucken, wenn ihr das unbedingt wollt, aber ich finde, es geht. Ich sollte vielleicht mal meine Waffe wechseln, so. Irgendwie ist der Feuerschwert langweilig. So, die Gegner können wir nicht töten, aber wollen wir auch nicht. So, die Sterne. Damit geht unten da diese gelbe Leiste da hoch, aber ist halt Standbild, das ist halt ein bisschen kacke. Strom will ich haben. Bam. Komm her. Strom. So, und das müsste sich wieder aktualisieren, genau. Strom und Stachel. Was kriege ich jetzt? LOL. Bam. Oh Gott, wie geil. Mein Gott, aber wie kann ich alles umbringen? Schneemann. Wir brauchen schon Eis, wenn man das hier kann. Das bringt ja da oben auch um. Geil. Also, wie gesagt, ich hoffe, ihr findet das nicht so schlimm mit der verbackten ROM. Aber ich kann es halt nicht ändern. So, und hier kommen wir gleich auch zum ersten Kristall, glaube ich, von dem Level. Der zweite schon, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall einen, den ich mir holen werde. Und er ist auch, er ist gekennzeichnet, und zwar hier. Man kann ja nicht drauf kommen, dass er hier ist, es ist nicht so schwer. Und Kirby kann noch oft genug springen, um da wieder hochzukommen, das ist überhaupt keine Probleme. So, und in den nächsten Baum. Pam. Pam. Das ist so geil. Nein, will ich haben. Hier ist ein Leben, das wusste ich noch. Die ersten beiden Level kenne ich noch, weil ich da mal aufgenommen hatte und dann, es hat aufgenommen, aber hinterher war dann die Aufnahme plötzlich weg. Deswegen voll komisch und das war nicht schwer. So, zweiter Kristall. Und ja, deswegen kenne ich die ersten beiden Level. So, und da ist ein Maler, der was malt. Mit einem Pinsel, der irgendwie alle möglichen Farben hat. Und trotzdem noch alles weiß war auf dem Teil. Und jetzt... BAM! Die Blätter sind alle einfarbig auf dem Boden. An den Bäumen, aber ist ja ein altes Spiel. Dam 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 dam. So. Also man kann sagen, das Spiel ist, ja, es ist nicht blind, aber es ist halb blind, so semi-blind heißt das, glaube ich. Im Plan Lateinisch ist das, glaube ich, semi für halb. Keine Ahnung, auf jeden Fall, ich weiß nichts mehr über das Spiel, ganz ehrlich, Leute. Also nicht mal, was man sich so alles kombinieren kann und so, aber ein paar Bosse kenne ich noch, wie den hier, den Maler, den kannte ich noch. Oder den gerade. Was soll das sein? Sieht aus wie das Pokémon. Ach, der hält mehr aus. Komm. Ich sehe aber auch nicht, wie viel Leben ich habe, weil sich das eigentlich aktualisiert. Das ist so dumm. Vielleicht finde ich da mal eine Lösung irgendwann. Mal gucken.
Bam, bam. Bam, bam. Bam. Los, komm. Jetzt kommt er und er ist tot. Und wir kriegen den Kristall. Da ist er. Yay. Alle drei Kristalle. Yay. Yeah. So, ach, eine Karte. Okay, hole ich mir. Auch kriege ich eh nicht. Doch, kriege ich. Schön. Ich habe ganz schön wenig Leben. Ich glaube, zwei Stück steht da. Und gar keins. Ah ja, das ist doch alles so krass. Oh, ich habe noch eine leichte Erinnerung an das Level. Das ist, glaube ich, das Schloss von König DDD. Ich meine ja. Bin mir eigentlich sicher. Oh. Ich brauche ihn nicht mehr. Feuer und Feuer. Man kann nämlich auch zweimal das gleiche Element verwenden und dann hat man das Element in groß. Oh mein Gott. Alter. Alter. Geil. Nee. Wir können voll gut beschleunigen. Und ich bin fast tot. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich war doch noch so jung. Nein, ich bin Element verloren. Nom nom nom. Naja, ein Bumerang. Immerhin. Bam. Bam! Bam! Großer Bumerang! Was habe ich jetzt? Boah, Alter! Alter, ist das fett! Yay, kaputt! Komm hoch! Komm hoch! Aua! Au! Nein! Oh, das geht auf! Wie fies! Meins! Brauche ich doch noch. Jetzt aber, ich weiß auch gar nicht viel Leben. Ich habe aber jetzt... Das Gute ist, dass ich ja relativ kleine Räume immer sind. Deswegen ist aktualisiert sich ja schon recht schnell. Sei ihr was? Ich weiß es nicht. Oh, ich mag die Musik. Oh, ich habe die Musik jetzt, glaube ich, die ganze Woche lang im Kopf und... Wir sind auf der Zugbrücke, wir sind auf der Zugbrücke, wie cool. Zugbrücke. Ich will mal ein Feier wieder haben, das war viel cooler. Dann ist hier doch bestimmt auf etwas. Ein leckeres Sandwich. Ja, yeah, ein leckeres. Oh, ich weiß nicht mehr, was ich singen soll. Ich falle! Jawohl! Hab's aufbekommen dadurch. Yay, noch ein Kristall. Manche Sachen kriegt man halt nur recht schwer auf, ne? Ein Ab, Dankeschön. Der ist jetzt auf unserer Seite. Ja, war eigentlich nie böse, aber er war ja nur kurz böse und... Oh, leichte Erinnerung habe ich noch an das Spiel. Haben wir alle drei Kristalle, ich glaube ja. Ne, wir haben erst zwei, glaube ich. Wir kriegen, glaube ich, den dritten wieder am Ende. Vielleicht kriegen wir auch in absolut jedem Level am Ende den dritten Kristall. Das weiß ich nicht mehr, Leute. Oh Gott. Ist das ein Element? Das ist ein Element der Fähigkeit. Jawohl. Oh, es ist das gleiche. Es ist halt das gleiche und Schwäche. Oh Gott. Und da oben ist noch so einer. Da habe ich gleich das, genau das gleiche wieder. Oh, toll. Bam. Oh, ich bin ja so glücklich. Jetzt stimmt das da unten auch wenigstens wieder. Bam. Kann er da hoch? Ja, natürlich kann er da hoch. Oh, Feuer. Nein, nein, nein! Komm her! Nein! Ach, Kirby! Hoch! Spring! Einsaugen! Nehmen! Nochmal rein! So! Was ist denn der Ausgang?
Buh, jetzt Licht. Jetzt Licht. Geht's hier hoch? Oh, hier geht's so. Yay, Ausgang. Juhu. Ja, König der Schloss. Ah, ich wusste es noch. Oh, und wie bei den anderen auch, er findet einen Kristall. Ah, er will ihn natürlich für sich behalten. Ne, er kriegt's nicht hier. Ist dein Playboy-Zeichen auf seinem Rücken da bei König DDD? Das sah gerade so aus. Moment, ich will seinen Rücken sehen. Ich will seinen Rücken sehen. War das Playboy-Zeichen? Das war bestimmt Playboy-Zeichen. König DDD. Das sieht doch aus wie ein Playboy-Zeichen. Bam, bam, bam. Eine Tür. Ich wär so geil, den Angriff. Bam! Bam! Die sind alle so endeinfach, die Gegner, wenn man das entsprechende Item hat. Oder entsprechende Waffe. Ach komm, ich lass die auch mal angreifen. Oh! Das sieht komisch aus. Das ist eindeutig ein Playboy-Zeichen auf seinem Rücken. Bam! Jetzt komm her! Ach, du bist tot! Sag das doch! Na cool, ich kann auf dich draufstehen. Nein, kann ich doch nicht. Hey, Kristall! Boah, ich glaube, der will jetzt irgendwie nicht mitkommen oder so. Oh, ich glaube, ja, er ist stur, er will hier bleiben. Na, ich komme nicht mit. Na. Oder? Nee, ja doch. Ja, es war fast ein Playboy-Zeichen auf seinem Rücken, habt ihr gerade gesehen. Ja, er frisst. Aber König DDD frisst am meisten irgendwie. Way, bam, oh yeah. Oh, Endlevel. Sonst gibt's immer 5 Level. Oh Gott. Den kenne ich, glaube ich, noch. Davon gibt's auch eine Stage bei Super Smash Bros. Melee und halt entsprechend auch bei Super Smash Bros. Brawl. Oh mein Gott. Oh, geh weg! Oh Gott, ich hab kein Element mehr. Hast du ein Element? Nein. Pam. Ich find's aber nett, dass du mir Äpfel gibst. Komm her. Wer Super Smash Bros. Melee oder Super Smash Bros. Walsh kennt, der wird, denke ich mal, auch diese... von diesem Baum diesen Angriff können, wo er Äpfel macht. Die kann man ja auch so nehmen und auf andere werfen. Na, ist von diesem Spiel. Vielleicht auch noch von einem anderen Spiel, aber unter anderem von dem hier. Kommt ja gar nicht an. Komm her. Ja. Ja, gewonnen. Ne, da nicht gewonnen. Ich hab einen Weg gemacht. Wow, chill, Digga. Ah, ich weiß, was ich machen muss. Los, Äpfel. Danke. Ich bin manchmal Spieler. Ich hab's freigeschluckt. Jo, das sind 2. Deswegen geht es noch so weiter. Ach, ist das cool. Ich mag das Spiel. Oh, wir sind schon bei 20 Minuten. Ah, doch nicht fressen. Ich nehme ja schon viel zu lange auf. Ah, den mache ich noch. Den mache ich noch. Ich will 2 haben. Ja, komm. Wieso hittet mir das denn? Hey, nee, komm. Den will ich jetzt aber noch tot haben. Stell mich aber auch an. Was mach ich? Komm, ich weiß auch irgendwie, wie viel Leben ich habe. Na, es trifft nicht. Ja, egal. Komm, ein Versuch noch. Und wenn ich es jetzt nicht schaffe, ne, dann fick ich das Spiel und ach, keine Ahnung, Mann. Pam, wie wird das nicht? Das wollte ich die ganze Zeit probieren. Ja, ich spring drüber. Natürlich. Ja, ich bring deine kleinen Kinder um hier. Ja, das Spiel ist voll brutal. Ihr bringt meine Kinder von anderen um. Es müsste ab 16 sein und nicht ab 0.
Also das Spiel ist irgendwie das perfekte Spiel für Leute, die so, ja, Kirby nur so, kann man nicht Brawl oder so kennen. Das ist das perfekte Spiel, finde ich, für die. Dann sehen die mal Kirby so richtig gehen. Nein, ich hab keinen Bekommen, ach, cool. Na los, mach Apfel. Ja, das waren sogar drei, aber das bringt, glaube ich, dann nicht mehr. Irgendwie erinnert mich der Baum an Minecraft. Wieso wird das nicht? Ist doch doof. Man kann leider nicht zwei haben, aber so habe ich nur einen. Ist mir auch egal. Bam. Ist er auch mal tot? Ich würde gern wissen, wie viel Leben ich habe. Bam, zwei. Also wenn er jetzt nicht stirbt, ne, weiß ich auch nicht. Jawoll. Ein großer Kristall. Yeah! Uhu! Yay! Kirby winkt! Ah, genau, der nächste Planet. Naja, irgendwie so Stücke von dem Planeten. Aber der nächste Planet. Oh, 22 Minuten. Nehme ich jetzt schon auf. Rockstar, ich guck mal rein. Ach ja, wie ist der? Ach ja. Na, würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.